Hi Leute, schön, dass ihr alle wieder dabei seid und seid grüßlichst geherzt hier im 20. Teil meines FIFA 21 Let's Plays. Heute spiele ich glaube mit FC Chelsea gegen SK Bran. Globig, oder? Schauen wir mal, wer bin ich? Hallo, ist da jemand? Das sieht aus nach Chelsea, meine ich. Was meint er? Hallo, bitte. So, okay, weiter geht's. Ah, los geht's. Also Leute, ich wünsche euch viel Spaß. Jetzt bitte Daumen drücken, ja? Danke. Und wir sind live dabei. Bleiben Sie dran. Der Kaffee ist auch schon kalt. So, jetzt Beruhigungskaugummi einwerfen. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Fußballfans. Wir begrüßen Sie herzlich zu dieser Begegnung heute. Lecker. Durch das Spiel begleiten Sie wie gewohnt Wolfuß und Frank Buschmann. Die UEFA Champions League läuft. Es kommt heute zu einem Duell in der Gruppenphase. Könnte ein klasse Spiel werden. Ja, Chelsea möchte am Ende dieser Partie alle Zweifel beseitigt haben, will in der nächsten UEFA Champions League Runde stehen. Das wäre schon mal ein erster Erfolg. So Leute, wissen, gleich geht's ab. Die haben große Ziele. Mit dieser Mannschaft geht das auch nicht anders. So, jetzt hoffentlich putze ich die Ball weg. So langsam wird's spannend. Okay. Ja, das ist so die Phase, wo sich die Ersten schon verabschieden aus dem Wettbewerb, wo sie erkennen, ne, das ist vielleicht doch eine Nummer zu groß für uns. Da ist er alleine durch. Was heißt das? Sehr gut pariert. Warum habe ich das jetzt gemacht? Genau, Mann! Starke Aktion vom Torhüter. Das hätte eigentlich jetzt ein Tor sein sollen, Jungens. Da haben sie den Ball, gut gemacht. Werner. Timo, jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Kai Havertz. Oh Mann. Wichtiges Spiel natürlich für die Gäste. Was ist das jetzt? Denn die können heute den Einzug in die K.O.-Runde fix machen. Ein Sieg, dann sind sie weiter. Und das wäre der Lohn für eine klasse Gruppenphase. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Super Aktion, gut geklärt. Ja. Sind ja auch meine Jungs, wa? Für Chelsea darf es heute eigentlich nur darum gehen, wie hoch sie diese Partie gewinnen. Genau. Jetzt ist der Platz da. Ja! Das ist der Treffer! Genau, so soll das sein, Jungs. Mit dem Treffer. Die Fahne ist oben. Nein, nicht schon wieder abseits. Oh, verdummelt und verdammelt, echt mit dieser Abseitsgeschichte. Ich mag das gar nicht. Kann man das nicht irgendwie abbestellen? Werner. Das macht er gut. Tolle Parade. Ja, das war ganz gefährlich. Was für eine Szene. Hab mich doch gern. Echt, das geht mir jetzt doch nicht. Chelsea verliert den Ball. Peter Strand. Klasse Technik. Einwurf. Und das könnte gefährlich werden. Ja, schwacher Ball hier. Aber läuft, ne? Der Angriff könnte was werden. Die Chance. Yeah. Und sie na endlich, das erste ist drinne. Oh. Und ich hab schon gedacht, das wird gar nichts mehr heute hier. Oh, furchtbar, 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 Leute, ich sage euch. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. Och, Mann. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Timo Werner. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Oh. Hallo. Er macht gut auf und hat den Ball. Nee, ich glaube, den Ball holt sich der Keeper.
Nee, ich lobe den Ball hoch und ich mir. Klasse. Sehr schön. Hoppe. Werner. Nein! Jetzt ist die Kugel weg. Klasse aufgepasst. Er kommt an den Ball. Ich gebe ab ins Studio, denn es gibt einen Treffer im Ramon Sanchez Pizjuan. Mann! Wir haben hier das. Werner! Ach, das war nix! Ich glaube, die Gegner sind jetzt ein bisschen stärker geworden. Oder ich bin schlechter geworden, je nachdem. Nein! Von Chelsea. Jetzt könnte es gefährlich werden. Nein, wettet nicht. Chance zur Flanke jetzt. Schöner Einsatz. Wichtig, dass Sie da klären. Klar. Kai Havertz. Er setzt sich durch und jetzt könnte es was werden. Kai Havertz. Nein, Mann. Oh, eine ganz starke Szene. Eine tolle Parade. Oh, furchtbar. Irgendwie will das nicht. Ich sag's euch, Leute. Da ist irgendwie der Wurm so ein bisschen drin. Er schießt. Harmloser Abschluss. Einfach für den Torhüter. Oh. Conte. Timo Werner. Gute Chance von Werner. Och, und Mann. Ich glaube, damit ist die Gefahr jetzt erstmal bereinigt. Wir sehen das frühe Pressing. Super Einsatz. Da kann er ihn stoppen. Gute Chance. Ja! Yeah. Endlich 2-0, Mensch. Ich habe gedacht, das wird ja gar nichts mehr heute. Echt. Scheibenkleister. Irgendwie hakt das jetzt. Ich wollte jetzt mindestens ein 16-0 hinlegen, aber irgendwie will das nicht, ne? Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben Sie sich selbst zuzuschreiben. Hier steht es 2-0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Sie gehen hier dazwischen, holen sich den Ball. Schöne Aktion. Jorginho. In. Mason Mount. Das macht er gut. Er hält ihn. Und oh Mann. Da muss er schon sein ganzes Können zeigen. Marcos Alonso. Yeah. Das ist heute sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Das war jetzt echt wie aus dem Bilderbuch. Guckt es euch mal an, Leute. Zack. Da ist es nochmal. Zack, zack. Bam. Rein damit. Der arme Torwart hat sich gar nicht mehr ausgekannt. Ja, da kannst du dich freuen. Ein einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spielstand an. Aber gut. Gut durchgesetzt. Gefährlich. Ist es das? Ja! Super! Sehr schön! So mag ich das. Herrlicher Alleingang. Ja, sowas sieht man nicht allzu häufig. Keiner kann ihn stoppen. Und am Ende hat er dann sogar jede Menge Zeit und macht ein super Tor. Klare Sache hier. Das 4-0 ist schon deutlich. Jorginho. Nur noch der Torwart vor sich. Und das Tor! Oh, jetzt ist der Knoten aufgegangen, jetzt läuft es, ne? Seht ihr denn, Leute? Endlich, jetzt ist der Knoten geplatzt und bam, jetzt halt fallen die Tore eins nach dem anderen. Oh, endlich. Ja. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne und daher steht es mittlerweile 5-0. Und jetzt also Chelsea. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Ja! Fassbares Tor! Und wieder drinne. So muss das Ganze auch laufen, wa? Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Der lässt die Abwehr einfach stehen. Schön! Unwiderstehlich, wie er da abgeht. 6 Tore auf der einen, kein einziges auf der anderen Seite. Da spricht eine deutliche Sprache.
Ja, 2 Minuten Nachspielzeit kriegen wir jetzt noch. Werner. Jetzt Scherzi mit der Offensive. Ganz oh, schade, Schokolade. Mann. Den Kratzer oh. Von der Linie. Wichtiges Tackling hier. Frühes Stören jetzt. Na ja, okay, Mahlzeit, Jungs. Halbzeit, Mahlzeit, ne? Oh, Leute, ich sag's euch, da haben wir jetzt was mitgemacht, echt. Hatte einige gute Szenen heute und dann war's ja klar, dass er seine Tore macht. Ja, der Timo Werner, der hat's echt drauf, ne? Der ist cool. Ja, der ist sehr, sehr leistungsstark, wenn man mich fragen wird, ne? Super. Okay. Los geht's. So, liebe Zuschauer, viel Spaß mit der zweiten Spielhälfte. Wir steigen nach der Pause wieder ein in dieses Gruppenspiel der UEFA Champions League. Callum Hudson-Odoi am Ball, Werner. Jetzt ist der Platz da. Oh, das war doch nix, Wernerle. Mensch. Chance, aber den hält er natürlich. Ja. Ah. Hopp. Jetzt. Schön! Da kann er sich den Ball Lauf mal schön! Schön passen, genau! Kann er was draus machen? Mach dich schön ein bisschen hier so Befreiungsschlag, ne? Und nein! Er hat sich davor gepuppelt! Es tut sich was im Ramon Sanchez Pizjuan. Es gibt einen Treffer kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Stade Rennes. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier... Was für eine Parade! Oh. Mit einem Handschwung kommt er an den Ball, macht sich ganz lang. Riesenaktion. Und man sieht wieder einmal, er ist ein hechtender Klassikkeeper. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ah, da geben sie den Ball ab. So wird das mit der Konterchance natürlich nichts. Natürlich nicht. Aber muss ja auch nicht, die müssen nicht kontern. Sie mit dem Angriff. Klasse Chance. Yeah! Genau diese Tore. Zu Mog wie that, ne? Naja, vielleicht schaffe ich sogar noch ein 10-0, schauen wir mal. 7-0 ist ja schon eine schöne Blamage, ne? Einfach schön. Zack! Zack! Und Rene! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Entspannte Minen auch am Spielfeldrand. Die deutliche Führung. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen. Ah, oh, da wäre jetzt Platz. Das muss es sein. Ja! Und dieses Tor mit diesem perfekten Vorchecking. Boah, war das jetzt schön, Leute. Echt, das war jetzt ein Traum, war das. Ein Traum. Aber ihr seht es hier nochmal. Oh, Mann. Der enorme Druck, den sie gemacht haben. Und dann fällt das Tor. Eine absolut klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Souverän, er hat den Ball. Timo Werner. Gut durchgesetzt, gefährlich. Tor für Scherzi. Oh, war das jetzt schön. Das war jetzt so schön, Leute. Oh, 9-0. Ich habe so ein gutes Gefühl, ich könnte vielleicht dieses Ding... Moment, jetzt stimmt doch nicht. Dominante Vorstellung. Hallo? Sie lassen wenig zu. Ah ja, okay, passt wieder. Alles. Sorry, ich habe jetzt irgendwie so eine falsche Taste am Controller gedrückt. Eiskalt vor dem Tor. Ja. Gleich gibt's eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Nein! Chelsea verliert den Ball. Ja, aber nicht wirklich. Moment. Und weiterspielen, er hat auf Vorteil entschieden. Klasse, da sieht Was? Er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Oh. Da ging er unfair rein und deshalb Freistoß. Ja, passt schon.
Kanté geht dazwischen. Nein! Sie kommen jetzt über Außen. Jetzt lauf, 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 lauf. Jetzt könnt ihr flanken. Yeah! Ich habe ihn ja gesagt, 10-0, ne? Das Tor zählt nichts. Nein! Der Assistent hatte die Fahne gehoben. Ach. Der Pass kommt an, da ist er heute extrem Ich will sicher. Videobeweis. Wieder so ein klasse Pass. Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Könnte jetzt was werden. Hereingabe in die Mitte. Schöner Einsatz. Wichtig, dass sie da klären. Ist das die Möglichkeit? Ja, gut gemacht. Ja, es war eine Möglichkeit, aber die haben es nicht genutzt. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt unterbricht er hier das Spiel. Warum? Ja, weil da ein Spieler liegend geblieben ist. Och, das nein. Sieht nicht wirklich gut aus. Und jetzt wird es einen verletzungsbedingten Wechsel geben, Buschi. Es sieht überhaupt nicht gut aus. Er scheint wirklich Schmerzen zu haben. Oh nein, der Arme. Er ist einer von meinen. Ach, Mann. Oh, empfohlener Ersatzspieler. Werner, okay. Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Position anpassen, oder was? Hä? Ah. Oh. Und mit dem hier? Was? Passt das jetzt oder nicht? Oder was ist? Was muss ich jetzt noch machen? Abraham? Moment, ah ja. Ah! So, jetzt! Okay, gut. Moment. Wer ist noch so ein bisschen müde hier? Der Hudson. Den packen wir auch mal raus. Dann tun wir den Kovacic rein hier. Der schaut so ein bisschen gefährlich aus, ne? So, ansonsten, ich glaube, passt. Alles klar. Wir sind soweit. Du musst den verletzten Spieler ausbringen, bevor du weiterspielen kannst. Ja, wer ist jetzt? Ach so, Kanté. Jetzt. Ah, ne? Ja, dann tun wir mal Silva rein, oder? Nee, nehmen wir Mandy. Das gebe ich doch nicht, oder? Oh, was habe ich denn jetzt gemacht? Dann tun wir wieder Werner rein hier, ne? Okay, gut. Oh, so, Kanté, jawohl. Mendy, habe ich gesagt, ne? Du kannst keinen Feldspieler für einen Torwart wechseln. Ach so, ist ein Torwart, sorry. Der dann, ne? Dann so, tun wir einen Kovacic rein, ne? Gut, also, können wir weitermachen? Habe ich das jetzt gut gemacht? Bin ich jetzt blöde? Oh. Silver? Jetzt? Also irgendwas checke ich jetzt ja nicht. Wer ist jetzt hier verletzt? Christensen oder wer war das? Warst du das? So. Dann probieren wir das nochmal. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Oh, Mann, ihr macht mich fertig. Ihr macht mich fertig. Havertz, tun wir den mal wieder rein hier. So, nochmal Christensen gegen Kovacic. So, zufrieden. Na also, endlich. Oh, bis ich das gecheckt habe, wie das funktioniert. So, okay, weiter geht es jetzt mit frischer Besetzung hier. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und jawohl. Der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Ja. Marcos Alonso. Tammy Abraham. Chelsea mit dem Angriff. Die Gelegenheit. Und das haben wir genutzt. Und da macht er gleich sein Joker-Tor. Klasse, wie er sofort... Sehr schön. Oh, schön. Nochmal dieses Tor. Guck mal die Wiederholung an. Die Gegner
So schön. Stehen lässt und dann trifft er die Kugel super aus der Halbdistanz mit ganz viel Gefühl. Da ist Gefe drin und der Ball dreht sich in den Kasten. Ganz toll. Schön. Eindeutiger Spielstand hier und viel Zeit bleibt nicht mehr. Auch nicht für Kosmetik übrigens. Einseitige Nummer, die man so vorher allerdings auch erwarten konnte, Buschi. Ja, im Grunde schon, klar. Manchmal, das ist jetzt eine Chance. Ja. Ich hoffe, dass... Ja, wurde gezählt. Okay, passt. Kein Abseits. Ich traue mich mittlerweile nicht mehr so, mich so zu freuen, weil... Ach, ihr wisst ja warum. Das kann schnell nach hinten losgehen. Meine Freude. Super Tor, können wir nicht anders sagen. Kurze Distanz, aber da musst du erstmal die Nerven behalten. Und genau das tut er. Der Gegner kann ihnen einfach nicht viel entgegensetzen heute. Sie überzeugen auf ganzer Linie. Unaufhaltsam. Gute Chance für eine Flanke. Und die Balleroberung, wichtig. Tammy Abraham. Da wäre Platz für den Konter. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Oh Mann, das war nix. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Jetzt schert sie mit der Offensive. Riesenchance für Giroud. Der ist doch heiß. Tja, Fassungslosigkeit, wo man hinschaut. Eine bessere Chance kann ich mir kaum vorstellen. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Yeah! Das war jetzt schön, ha? Huh? Ja. Sehr schön. Der Ball geht an den Pfosten, der Keeper darf sich fast schon freuen. Das ist eine ganz enge Geschichte. Aber der Ball dreht sich noch ins Tor. Oh, so schön. Echt, das ging jetzt so toll locker flockig rein. Eine klare Angelegenheit ist das heute. So viel können wir schon mal festhalten. Jetzt haben sie den Ball. Können sie jetzt einen Angriff einleiten? Jetzt ist der Platz da. Schnell! Das war schon Tor Nummer 3. Ich mag die Paraden, die finde ich immer so cool, Alter. Oh Mann. Hier sehen schön. Wir die Szene. Da macht er sein drittes Tor. Ist schön. Sie dominieren die Partie nach Belieben und das drückt sich mittlerweile auch am Spielstand aus. So, 3 Minuten sind noch zu spielen jetzt. Ballverlust. Scherzi geht hier nach vorne. Oh, das könnte was werden. Er pfeift sie zurück, es gibt Abseits. Oh, nicht schon wieder Abseits. Echt, das macht mich so kirre. Dieses doofe Abseits. Gedönse, echt immer. Immer habe ich damit zu kämpfen. Nein! Er ist frei, da kann was draus werden. Unglaublich. Was war das denn? Hat ja gar nichts. Das war nix. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Tammy Abraham. Was heißt das? Hey! Und er geht am Gegenspieler vorbei. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Tammy Abraham. Jetzt passiert nichts mehr. Ja! Yeah! Hat es geschafft. Scherzi und Leute, wir haben es geschafft. Endlich sind wir durch. Aber das ist natürlich ein Aufzug zu dem, was Sie nur beglückwünscht haben. Schöner Sieg. Schön, schön. Ehrlich gesagt, völlig ungefährdet. Ja, Leute, dann war es das jetzt eigentlich auch schon. Dann würde ich sagen, wir machen an dieser Stelle wieder einen Cut. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, ja? Ja, von diesem Video wird es natürlich wieder eine Fortsetzung geben, beziehungsweise hier Spielende. Jetzt gucken wir noch mal kurz das letzte Tor an. Und. Bam. Oh, schön. Und dieses Tor nach diesem perfekten Vorchecking. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Echt. Ja, Entschuldigung, um wieder zurück aufs Thema zu kommen. Ja, es gibt eine Fortsetzung von diesem Video. Jetzt gucken wir gleich mal, wer als nächstes auf dem Spielplan steht.
So, wer ist es? Wer ist es? Wer ist es? Moment. Haben wir gleich. Na komm. Zur nächsten Party. Ja, wer muss ein Party machen? Rennes. Na ja gut, dann muss ich gegen Rennes spielen das nächste Mal. Die fege ich hoffentlich auch weg. Das wäre so mein Wunsch. Ja, auf jeden Fall, Leute, ich sage Dankeschön fürs Zusehen. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr mich gerne abonnieren und Glöckchen drücken. Bitte nicht vergessen, dann werdet ihr immer schön benachrichtigt, weil ich wieder was Neues für euch hochgeladen habe, ja? Okay, super. Dann tut mir noch einen Gefallen, bleibt anständig und vor allem sauber. Das heißt auch, bitte die Achseln waschen, ja? Gut, danke. Also dann bis bald, ja? Tschö, Baba.